Das Rechenmachen gehörte früher zur bäuerlichen Selbstversorgung und war ein wichtiger Nebenerwerb für die arme Landbevölkerung von Ruhrberg in der Nordeifel. Bis in die 50er Jahre war fast die Hälfte der Einwohner in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Die meisten bäuerlichen Betriebe hatten jedoch nicht mehr als 5 Hektar zu bewirtschaften. Der steinige Boden nämlich ist wenig fruchtbar und nur bedingt als Ackerland geeignet. Die Naturlandschaft in den Tälern des Ruhrseegebietes ist vor allem durch Eichen- und Hainbuchenwälder geprägt. Hier wachsen auch die Holzarten, die der Rechenmacher für seine Arbeit benötigt. Zum Beispiel der Haselstrauch und die Korbweide. Zur Herstellung des Rechenstieles und der Rechenzähne werden diese leichten Holzarten verwendet. Zusammen mit dem Landwirt Nellissen demonstriert der gelernte Schreiner Ludwig Lauscher noch einmal die bis Ende der 50er Jahre ausgeübte Rechenmacherei. Für den Rechenstiel braucht man eine Astgabel des Haselstrauches. Das rötlich-weiße Holz ist leicht zu bearbeiten. Man schlägt das biegsame Holz mit der Höpp. Dieses 20 bis 35 cm lange Haumesser dient auch zum Fegen des Astes. Dann wird das Aststück auf Körperlänge gekürzt. Wegen seiner Gabelung bezeichnet man den Ast auch als Forke. Die Gabeln sind unterschiedlich lang. Aus dem Holz der Korbweide werden die Rechenzähne hergestellt. Das Material ist weich und gut zu bearbeiten. Ludwig Lauscher stellte die Rechen lediglich für den Eigenbedarf her, während andere Ruhrberger die Rechenmacherei als Nebenerwerb zur Landwirtschaft betrieben. Einer von ihnen ist Bernhard Nellissen, der hier die geschlagenen Astgabeln an der Feuerstelle bearbeitet. Wo bleibt mir die Vorrücke her? Da dummen die da. Die Bienen. Oh. Oh, ach, mir da. Um die Äste des Haselstrauches besser von ihrer Rinde befreien zu können, legt der Rechenmacher sie in ein Glutbett. Mit dem Schnickmetz, einem kleinen Schneidemesser, schält er die bereits abgekühlten Forken. Die Hitze des Glutbettes dient auch dazu, das ohnehin biegsame Holz zu erweichen. Die krumm gewachsenen Äste können dadurch leichter gebogen werden, sodass ein gerader Stiel entsteht. Manchmal hinterlässt die Glut Brandspuren auf den fertigen Forken. In der Zwischenzeit hat Ludwig Lauscher damit begonnen, den Weidenstamm in einzelne Holzstücke für die Rechenzähne zu zersägen. Er misst jeweils 22 cm ab, sodass die Holzstücke eine einheitliche Länge erhalten. Die fertigen Rechenzähne werden etwa 18 cm lang sein.
Bernhard Nellissen spaltet die Holzstücke mit der Höpp auf einem Hauklotz. Je nach Dicke erhält er aus einem Stück 8 bis 16 Teile. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben häufig arbeitslose Jugendliche die Weidenstämme und Forken in den Wäldern gesammelt. Gegen Pfennigbeträge verkauften sie das Holz an den einzigen hauptberuflichen Rechenmacher in Ruhrberg, der die Ware in Aachen und Umgebung anbot. Der Höhepunkt der Ruhrberger Rechenproduktion lag in den Notjahren zwischen den beiden Weltkriegen. Damals stellte fast jeder zweite Haushalt während der Wintermonate zweireihige Rechen her. Viele deckten damit ihren eigenen Bedarf oder versorgten damit Verwandte und Bekannte. Andere verkauften die Rechen in größerem Umfang während der Frühjahrs- und Sommermonate. Bernhard Nellissen beispielsweise transportierte auf einer Tour jeweils 10 bis 20 Rechen mit seinem Fahrrad in die umliegenden Ortschaften und bot sie feil. Das eingesackte Holz und die gebündelten Forken bringen die beiden Rechenmacher nun in die heimische Werkstatt zur Weiterverarbeitung. Die beiden Rechenmacher fertigen nun die Rechen gemeinsam in einer Werkstatt, was sonst nicht üblich war. Um die weiteren Arbeitsgänge darzustellen, wurde für den Film die noch komplett ausgestattete Schreinerwerkstatt genutzt, die Ludwig Lauscher von seinem Vater übernommen hatte. Der Rechenmacher arbeitet die Rechenzähne auf der Schneidebank, der Schnickbank, mit dem Ziehmesser auf eine bestimmte Dicke zu. Durch einen Tritt auf das Pedal klemmt man den Zahn zwischen dem unteren Auflager und dem oberen beweglichen Teil, dem Kopf, fest. In handwerklichen und bäuerlichen Betrieben war die Schneidebank das Universalgerät für die Holzverarbeitung. Die Zähne bleiben hier etwas eckig, damit sie später einen besseren Halt im Rechenhaupt haben. Für das Rechenhaupt, in das die Zähne eingesetzt werden, verwenden die Rechenmacher das harte Hainbuchenholz. Auf der 70 bis 75 cm langen und 2 bis 3 cm dicken Bohle zeichnet Ludwig Lauscher die Breite der Plätt ein, wie man in Ruhrberg das Rechenhaupt nennt. Die Bohle ist mit dem Bankhaken auf der Hobelbank festgeklemmt. Mit der eingefetteten Spannsäge schneidet der Rechenmacher das Holz zu einzelnen Plätten. In einem zuvor eingezeichneten Abstand von mindestens 3 cm werden mit dem Leierbohrer die Einsatzlöcher für die Rechenzähne gebohrt. Die Anzahl der Zähne beträgt je nach Art und Größe der Rechen zwischen 15 und 24 Stück.
Anschließend bohrt der Rechenmacher zwei Löcher für die Gabelung des Stieles. Die beiden konischen Löcher werden noch mit dem Löffelbohrer ausgehöhlt. Auf der Schnickbank schrägt Ludwig Lauscher die Enden des Rechenhauptes mit dem Fuchsschwanz ab. Mit dem Ziehmesser richtet er die Plätt, wobei das Rechenhaupt zugespitzt wird. Das Abschneiden der seitlichen Plättkanten bezeichnet man als Kantenbrechen. Das Rechenhaupt ist fertig. Nun müssen noch die Forke und die Zähne bearbeitet und eingesetzt werden. Die Forken schält der Rechenmacher auf der Schnickbank. Mit dem Ziehmesser spitzt er den Stiel am oberen Ende an. Dadurch kann man den Rechen während der Heuernte für eine Arbeitsunterbrechung leicht in das Heu oder in die Erde stecken. Der Stiel wird auch von vorstehenden Astansätzen befreit, sodass seine Oberfläche geglättet ist und gut in der Hand liegt. Hier richtet Bernhard Nellissen bereits die Gabel. Ähnlich den Zähnen werden die Gabeln mit dem Ziehmesser eckig angespitzt, um sie gut und fest in die beiden konischen Löcher des Rechenhauptes einfügen zu können. Der Rechenmacher passt die Zähne mit dem Schnickmetz endgültig der Lochgröße an. Anschließend schlägt er mit einem Hammer die Zähne in die Plätt, wobei er in der Mitte beginnt. Nach jedem Zahn wendet Bernhard Nellissen die Plätt und treibt die Zähne abwechselnd ein. Dieses Verfahren trägt zu der Stabilität bei, für welche die Ruhrberger Rechen bekannt waren.
Mit einer unfertigen Plätt markiert er die endgültige Länge der Rechenzähne. Dann kürzt Bernhard Nellissen die Zähne mit dem Ziehmesser. Zunächst bearbeitet er die eingesetzten Zähne grob von links nach rechts. In der umgekehrten Richtung erfolgt dann die Feinbearbeitung. Erst dabei kürzt er die Zähne auf die einheitliche Länge und spitzt sie gleichzeitig. Dasselbe wiederholt er auf der anderen Seite der Plätt. Bricht ein Rechenzahn während der Heuernte ab, so kann dieser leicht durch einen neuen ersetzt werden. Der Rechenmacher setzt die Forke in das Rechenhaupt ein und treibt mit einem Hammer die beiden Teile fest ineinander. Danach nagelt er die Forke fest. Die überstehenden Gabelenden sägt Bernhard Nellissen mit dem Fuchsschwanz ab. Schließlich probiert der Rechenmacher den fertigen Rechen aus. Die Besonderheiten des Ruhrberger Rechens liegen in seiner leichten Handhabung aufgrund des geringen Eigengewichtes und des schräg aufgesetzten zweireihigen Rechenhauptes. Mit beiden Seiten des Rechens kann das Heu zusammengescharrt und gewendet werden. Das heißt, man braucht den Rechen nicht zu drehen. Sowohl Links- als auch Rechtshänder können ihn benutzen. Noch in den 50er Jahren wurden in dem Eifeldorf Ruhrberg Rechen in Heimarbeit hergestellt. Aber mit dem Rückgang der bäuerlichen Betriebe in der Nordeifel geriet auch das Rechenmachen als nebenberufliches Handwerk fast in Vergessenheit.